weiteren Team of the Season Pack Opening hier auf meinem Kanal. Ich muss mich erstmal dafür entschuldigen, dass leider von der letzten Woche von dem Bundesliga Team of the Season leider kein Video gekommen ist oder kein Pack Opening. Das lag einfach daran, ich habe eins aufgezeichnet, aber erstens, ich habe mal wieder meine Stimme nicht synchronisiert, beziehungsweise nicht mit im Video war die nicht zu hören sozusagen. Ich weiß jetzt wieso, also jetzt wird sich das auf jeden Fall bessern, ja. Also ich habe den Grund gefunden. Und der zweite Grund, wieso ich das nicht hochgeladen ist, ich habe einfach nur Scheiße gesungen. Ich wollte es eigentlich erst hochladen. Ich hatte wirklich, wollte es wieder nachkommentieren und so weiter mit Musik, aber ich habe mir gedacht, ich habe die ersten Mal schon mit Musik gehört, da habe ich nur Scheiße gezogen. Jetzt, in dem habe ich noch behindertere Sachen gezogen. Also wirklich das schlechteste Pack, was ich je gemacht habe. Und dann habe ich mir gedacht, es lohnt sich einfach nicht, das hochzuladen. Ja, es darf ich mir einfach nicht antun, sowas Schlechtes hochzuladen. Also von den Spielern hier, die ich gezogen habe, es war einfach grottig. Ja, ich habe teilweise in 15.000er Packs keinen einzigen glitzernden Spieler gezogen, glaube ich, ganz oft hintereinander. Und das hat mich dann einfach irgendwann aufgeregt. Deswegen, ja, ich habe es einfach nicht hochgeladen. Es ist auch nicht so wichtig. Wie gesagt, ich habe nichts Gutes gezogen. Jetzt geht's aber weiter mit dem nächsten Team of the Seasons. Hier mit einmal dem französischen und einmal mit dem italienischen. Also Serie A und Ligue 1. Ligue 1 fangen wir hier an, kurz mit der Teamvorstellung. Und zwar haben wir einmal Ibrahimovic im Sturm mit einer 95er Wertung. Dazu zum Beispiel noch James Rodriguez hier auf dem rechten Flügel oder ZOM auch mit 90er Wertung. Matuidi, ganz gute Werte auch. 87er Wertung, hier ein guter Abräumer auf jeden Fall im Mittelfeld. Haben wir noch natürlich Thiago Silva, ja, auch der Boss in der Abwehr hier mit einer 92er Wertung. Und dann haben wir auf der Bank noch zum Beispiel ein Verratti oder auch ein Lacazette. Kommen wir nochmal kurz ins Serie A Team of the Season. Da sind ja auch ganz interessante Spieler dabei, wenn man das mal so sagen kann. Sehr viele sogar, für mich zumindest. Und zwar haben wir natürlich einmal Tevez hier im Sturm mit auch einer ganz guten Wertung, ja, und zwar eine 92er Wertung. Gute Werte auch allgemein, kann man noch kurz drauf gucken. Also alle Werte bis auf Defensive deutlich oder auf jeden Fall über 80, ja. Vidal auf jeden Fall auch richtig gute Werte, ja, auch alles fast über 80 bis auf Kopfball. Pogba natürlich auch richtig gut, ja, also ziemlich Allrounder hier im Mittelfeld. Gervinho und Cuadrado auf den Außen natürlich auch gut, genau wie auch Candreva und Chiellini hier, gute Spieler. Dazu noch Maicon, hier als Rechtsverteidiger müsst ihr euch mal reinziehen. Jeden Wert über 80 als Rechtsverteidiger, ja. Sogar zum Beispiel Schießen mit einer 83 richtig stark als Rechtsverteidiger. José Callejón noch dabei, Immobile, der wird ja wahrscheinlich zu Dortmund wechseln. Und Luca Toni auch noch bekannt von den Bayern vor ein paar Jahren mal. Und dann kommen wir direkt rein in die Sets. Ich habe eben schon mal kurz aufgezeichnet, aber da hat das irgendwie abgekackt. Da gab es keine 15.000er Sets mehr. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Wenn es keine 15.000er Sets gibt, dann machen wir halt nur die 7.500er auf. Ist ja auch nicht so schlimm. Hauptsache, wir ziehen was Gutes, ne? Ist klar, ja. Team of the Week gibt es natürlich auch im Moment. Und es gibt echt keine 15.000er mehr, aber ist ja auch nicht so schlimm. Machen wir halt die ganz normalen 7.500er auf. Ist es zwar ein bisschen länger hier, das Video, aber nützt nichts, ja. Ich versuche trotzdem natürlich gute Spieler zu ziehen. Erster Spieler hier, Marchetti, aus der Serie A, nur leider ist er nicht im Team of the Season drin, ein bisschen schade. Sprechen wir natürlich trotzdem alles im Verein. Hawk als Chemistry-Style dazu auch nochmal ganz gut. Jetzt sitzt hier schon wieder so ein bisschen langsam, sage ich mal. Es kann sein, dass das Spiel gleich wieder abkackt, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wieso das jetzt so die ganze Zeit so failt, sage ich mal. Ich hatte es eben schon mal, muss ich sagen. Ja, also wie gesagt, hier sieht man es, bei Ultimate Team ist irgendein Fehler aufgetreten, wieso auch immer. Keine Ahnung, ich lasse jetzt einfach mal durchlaufen jetzt. Ist ja auch, ja, nicht so schlimm jetzt. Aber jetzt habe ich auch Anschluss aus Versehen gemacht. ich möchte natürlich nicht jetzt im Team of the Season Ultimate Team Pack Opening hier auf Anschluss gehen. Am Internet liegt das Ganze hier auch nicht, weil ich habe Internet, ja. Meine Verbindung ist da. Jetzt lädt er hier die Online-Karte herunter. Das wollte ich doch alles gar nicht. So, Ultimate Team. Genau, das ist das, was wir eigentlich machen wollten hier. Oder was, wo wir eigentlich die Packs öffnen wollten, ja. Ich hoffe, das Pack wird jetzt noch irgendwie hier angezeigt oder wurde zumindest ein paar eingespeichert, eins von beiden. Und ich hoffe, ich stelle überhaupt noch eine Verbindung her zu Ultimate Team hier. Wäre natürlich sonst ein bisschen kacke. Ja, lädt und lädt, aber es geht anscheinend. Boah, ist das schlimm, ey, so eine scheiß Verbindung hier oder was es ist. Ja, das Pack ist noch da, auf jeden Fall speichern wir direkt im Verein. Wie ich das auch eben schon vorhatte eigentlich. Ich hoffe, es geht jetzt ein bisschen schneller und nicht alles so, ja, ruckartig, sag ich mal. Gehen wir wieder auf Goldsets. Ich denke, 15.000er sind trotzdem nicht draußen, auch wenn das eben ein bisschen gefailt war. Doch, sind draußen, okay. 6 Tage noch, ja, also sollten eigentlich doch auch draußen sein. Insofern hoffe ich jetzt, dass wir mal einen 15.000er... Jetzt treten mir irgendwelche Probleme auf, oder was ist hier los? Was ist denn hier los, Mann? Das kann doch gar nicht sein. Ich hatte es eben schon mal, da gab es die 15.000er dann auch komischerweise irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich ein Pack aufgemacht, dann ist FIFA abgestürzt, ja. So, also wir sehen es auf jeden Fall. Die 15.000er gibt es. Ich hoffe, die kann man noch öffnen jetzt. Ja, genau. Sieht man hier sehr gut. 15.000er lassen sich auch öffnen. Insofern sollte es hoffentlich keine Probleme mehr geben. Das lasse ich jetzt auch mal durchlaufen. Mal sehen, was wir da so drauf haben. Oder drin haben, natürlich. Ach, und wieder. Ihr seht, es ist genau das, wovon ich gerade eben gesprochen habe, was ich beim letzten Mal hatte. Ich ziehe hier 6 Spieler und keiner von denen ist glitzern. Also, keiner von denen ist rare, ja? Ich meine, da muss man sich doch auch nichts denken. Auch nicht mal bei den Doppeln ist jemand dabei. Also, es ist einfach echt...
Ich weiß gar nicht, ob ich diese Packs auch noch ziehen soll. Jetzt, ja, ich könnte direkt den Rest natürlich abstoßen. Wie gesagt, es lohnt sich, glaube ich, einfach nicht mehr, diese 15.000er zu ziehen. Ich tue es trotzdem jetzt, weil ich einfach... Oh, das Set ist nicht mehr verfügbar. Das ist natürlich auch interessant, ja. Dass das Set nicht mehr verfügbar ist, machen wir einen 7.500er auf. Mit El Shaarawy drauf. Ich habe das Gefühl, ich rede schon wieder ziemlich laut hier gerade. Das sollte ich natürlich eigentlich nicht machen. Weil das einfach nicht so spannend ist im Moment. Gucken wir nochmal, was drin ist. Und wir ziehen wieder nichts Glitzerndes, nämlich zwei Bundesligaspieler vom HSV und von Werder Bremen, Pedersen und Bardet. Dazu noch Lestien, den hatte ich auch mal. Kurze Zeit, oder habe ich immer noch im Verein, wie man sieht, weil ich einer der ersten Spieler war, den ich hatte. Und ich den nicht mehr verkaufen kann, deshalb. Wegen diesem Set, was man da am Anfang bekommen hat, ihr wisst schon. Jetzt ist das 15.000 wieder draußen. Ihr seht, verbleibende Sets, 9 Stück. Also da kann ich doch noch einige von aufmachen, auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht, doch, 1.000 oder 1.440.000 oder so hatte ich, glaube ich, am Anfang. Als ich angefangen habe mit dem Pack-Opening. Insofern, ich denke mal, so 150.000 sollten wieder drin sein. Vielleicht sogar 200.000, weil es zwei Teams sind. Javi Martin ist hier im nächsten Pack drin, zusammen mit Astori und auch mit Fabio. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Dawson sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Wir überspringen das sozusagen alles mal und sprechen wieder alles im Verein. Weil das einfach nicht so wichtig ist. Es geht ja nur um die Spieler hier an sich. Insofern... Ja, gucken wir doch einfach mal, was da drin ist. In den nächsten Packs zum Beispiel auch Alaba jetzt mal auf dem Cover. Vielleicht bringt das uns ja Glück. Ich bin schon mal glücklich, dass es jetzt zumindest keine Probleme mehr anscheinend mit Ultimate Team geht. Oder gibt. Alaba überspringen wir mal. Vielleicht bringt das ja was Gutes. Ja, und wir haben immerhin Pierre-Emerick Aubameyang. Den habe ich jetzt zwar leider schon doppelt. Aber kann ja nie schaden, ne? Aubameyang ist, glaube ich, zumindest nochmal 2.000, 3.000 wert. Hoffe ich doch zumindest mal. Wir können auch einen kurzen Preisvergleich machen. Wobei, nee, das mache ich nicht. Ich tue ihn einfach mal auf die Transferliste. Ich will jetzt nicht das Video noch zu lang machen, weil wenn man Preisvergleich geht, dann geht es nachher irgendwann wieder nicht mehr und dann kackt wieder FIFA ab und so. Das will ich jetzt nicht. Wir ziehen einfach weiter, ja, munter Packs hier. Wie gesagt, also bis 1.200.000 ungefähr sollten wir, denke ich, auf jeden Fall schon aufmachen oder 1.300.000 zumindest. Also gute 100.000 haben wir auf jeden Fall jetzt hier noch. Das überspringen wir mal wieder nicht. Vielleicht bringt das uns sehr Glück diesmal. Luka Modric habe ich auch schon, aber auch ein ganz guter Spieler. Dazu noch Jadson. Den könnte man auch schon mal im Verein speichern, mache ich ja sowieso, weil er halt 5-Star Skills und auch gar nicht mal so ein schlechter Spieler ist. Aber auch hier wieder ein ganz ordentlicher Spieler zumindest dabei mit Modric. Dann erstmal wieder alles im Verein hinzufügen. Modric ist, denke ich mal, auch zumindest nochmal seine 1-2.000 wert. Kann die auch auf die Transferliste tun. Und den Rest, oder der Trainer vielleicht, weiß ich nicht, ob der noch was wert ist, kann ich auch mal auf die Transferliste tun. Werder Bremen Wappen braucht hier niemand. Werder Bremen ist einfach ein Gammelclub. Tut mir leid für alle Bremen-Fans, die sich jetzt gerade geschädigt fühlen, wenn ich das gesagt habe, aber ich mag Bremen einfach nicht so gerne. Ist aber auch dadurch geschuldet, dass ich Hamburger bin und ganz lange HSV-Fan war. Oder Sympathisant zumindest. Überspringen wir mal wieder, aber auch hier wieder nichts Gutes drin. Ein Juventus-Wappen. Ich überlege, ob ich das aktiviere, aber ne, Juventus ist auch nicht so meine Lieblingsmannschaft. Ich habe ja im Moment das Wappen von den Earthquakes. Ich glaube, die spielen irgendwo in MLS, glaube ich, irgendwie. Weil, wenn ich zumindest richtig informiert bin gerade. Ich weiß es nicht genau, aber ich finde das Wappen ziemlich cool und auch den Namen Earthquakes irgendwie ziemlich witzig. Und deswegen... Ziehen wir einfach das nächste Pack, ja. Wir haben ja noch ein paar übrig, ein paar Münzen auf jeden Fall insgesamt, die ich ausgeben wollte. Paulinho hier der nächste Spieler, auch wieder kein schlechter, aber auch wieder wahrscheinlich nichts wert. Ich speichere ihn trotzdem im Verein, weil den kann ich, denke ich, auch nochmal spielen. Arsene Wenger kann ich auch vielleicht nochmal gebrauchen. Ist ja, glaube ich, Barclays Trainer, speichern wir alles wieder im Verein. Gucken, ob wir noch irgendwas Doppeltes haben. Nee, Peralta, ja gut. Keine Ahnung, wie ich den noch im Verein habe. Ich habe mir auch mal letztens mal irgendwann in Mexiko eine Folge aufgenommen. Habt ihr, denke ich, schon gesehen, ist mir auch schon ein bisschen länger her jetzt. Weiß ich, wieso ich den noch im Verein habe, aber wahrscheinlich einfach, weil er nichts wert ist. So, Alaba überspringen wir den mal. Wir überspringen den mal wieder, komm. Wir überspringen jetzt, und zwar hat es so gut wie gar nichts gebracht, ja. Ja, komm, Traoré, jetzt doppeltes Objekt. Ich weiß gar nicht, wieso ich den überhaupt noch habe. Ich glaube, vom letzten Pack-Opening noch. Da hatte ich auch mal in Form den Spieler. Traoré hier. Ibrahima heißt der, glaube ich, mit Vornamen, ne? Genau, Lassina ist der andere aus der BPL, der so gut wie nichts kann. So, jetzt gehen wir nochmal zu den 15.000er Packs. Es muss doch jetzt einfach mal so rausspringen. Ich habe schon so bei so vielen gesehen, dass sie jetzt wieder ihren ersten Team of the Season gezogen haben hier in dieser Woche. Es gibt ja auch einfach richtig heftige Team of the Seasons hier. Und auch richtig viele. Ne? Dann muss man doch mal eins ziehen, oder wie sieht das aus? Mario Gomez, 86er Wertung und 3 glitzernde Spieler immerhin, ja. Aber auch Gomez, denke ich mal, ist nichts wert. Den speichere ich aber auf jeden Fall im Verein, weil ich muss ich auf jeden Fall nochmal spielen, ja. Also den muss ich, wie gesagt, nochmal spielen. Habe ich noch nicht gemacht und es ist auf jeden Fall mal Pflicht. 79 Tempo, 79 Schuss, 84 Kopfball, auf jeden Fall, denke ich mal, nicht schlecht. Genau wie auch Remy. Auch so ein Kandidat, den ich noch mal wieder spielen möchte. Speichere ich wieder alles im Verein. Auch ganz gute Spieler dabei. Hier ein Hoffenheim-Trikot, das eigentlich auch gar nicht schlecht aussieht, hätte ich jetzt auch mal speichern können. Wobei, ich hatte es hier schon im Verein, ne? Genau. Insofern ist es auch nicht so schlimm. Kann ich dann sowieso nicht speichern. Wenn ich es im Verein habe, ist ganz klar. Nächstes Pack hier mit Vidal drauf, das lassen wir wieder laufen. Vielleicht bringt uns das ja Glück, kann ja sein.
Also ich habe noch ein paar Packs, die ich auf jeden Fall öffne. Ja? Ich bin mal gespannt, was wir so ziehen als besten Spieler heute. Ja, ein Agirexte, kann ich nicht aussprechen, den Namen tut mir leid. Aber ist auch kein wirklich heftiger Spieler jetzt. Bamba Anderson hier noch dabei, auch einer der Spieler, die ich ganz am Anfang im ersten Pack hatte. Ein Pack, das man sozusagen von Anfang an bekommen hat. Und den somit auch nicht verkaufen kann, machen wir das nächste 15.000er auf. Da waren ja immer noch mal ein bisschen bessere Spieler, glaube ich, als in den 7.500er Packs. Wir überspringen das diesmal vielleicht, oder? Naja, machen wir nicht, komm. Ist ja auch nicht so wichtig oder nicht so schlimm, wenn wir es nicht tun. Wir lassen es einfach laufen und wir haben hier drin Garay. Ja, immerhin, glaube ich, eine ganz gute Wertung, habe ich auch schon im Verein anscheinend. Begovic hier, Ireland, der war ja beim St. Patrick's Pokal noch ganz interessant. Hier Wofimi Martins und Garay, 82er Wertung immerhin. Kann ich aber auch beide direkt abstoßen, sind, denke ich, nicht viel wert. Dann haben wir jetzt, denke ich, noch auf jeden Fall 50.000, die wir aufmachen. Ich will einfach mein Geld jetzt raushauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann noch in den nächsten Wochen wirklich gute Team of the Seasons kommen und man da wirklich viel aufmachen sollte. Also, weiß nicht, lohnt sich einfach nicht, glaube ich. Das überspringen wir mal wieder. Vielleicht bringt das ja Glück. Ja, Wellington, auch immer ein glitzernder Spieler, aber einfach nichts wert und auch immer ein Scheißspieler. So, was ist das hier von Hoffenheim? Das Trikot habe ich auch schon. Aber anscheinend sammeln anscheinend Hoffenheim-Sachen, ja, wie es aussieht. Wie gesagt, also 50.000 sollten ungefähr noch drin sein, so zwei Packs von den blauen hier und zwei von den anderen oder so, denke ich, sollte noch drin sein. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Und das überspringen wir mal wieder nicht hier. Ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt auch schon geht. Keine Ahnung. Im Moment, wo ich das übrigens gerade aufnehme jetzt hier, ist gleich das Europa-League-Finale. Auch ein ganz interessantes Spiel, wie ich finde. Benfica gegen Sevilla war das, glaube ich, genau. Gucke ich mir jetzt wahrscheinlich selber nicht an, aber zumindest verfolge ich das ein bisschen so. Kann ich mal ein bisschen gucken, wie die Europa League so läuft und wer da so gewinnt oder am Gewinn ist. Wer da so gut spielt, weiß man ja nie. Hier in dem Pack übrigens kein Doppelter drin, auch mal ganz interessant so zu sehen. Aber auch kein guter Spieler, insofern, ja, bringt einfach nichts, ja. Ziehen wir nochmal einen 7500er hier. Vielleicht sehen wir da ja unseren guten Spieler. Ich hoffe einfach, dass wir, wie gesagt, noch entweder ein Team of the Season ziehen in Form oder einfach so einen guten Spieler, der zumindest 10.000 wert ist oder so. Ich meine, das würde sich auch einfach lohnen, oder nicht? Guardado hier von Bayer Leverkusen, immer ein Spieler aus der Bundesliga. Carvajal kann man auch nochmal ausprobieren, auf jeden Fall ein guter Spieler. Belenov, glaube ich, ein Torwart, eher nicht so aus der russischen Liga. Aber immerhin, gar nicht mal so schlechtes Pack, also zumindest ganz interessante Spieler dabei. Und dann gucken wir nochmal. Ich glaube, wie gesagt, ein Pack von den Blauen hier kann ich noch zumindest öffnen, genau. Das mache ich auch auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wieso einfach mir das Glück nicht vergönnt ist. Ja, wieso ich einfach keine guten Spieler ziehe, ist einfach unmöglich. Ich weiß nicht, wieso ich nichts ziehe, aber... Das kann einfach nicht sein, ja. Das ist einfach mein Pech. Oh, und der erste Team of the Season, Mann. Der erste Team of the Season. Was geht denn ab, Mann? Ja, Enyama. Ja, wo ist er? Aus welcher Liga kommt der? Aus Liga, glaube ich, ne? Liga 87 Reflexe, 87 Hechten, 87 Ballsicherheit, 83 Abstoß, 93 Reflexe und 88 Positionsspiel. Ja, nice, Mann. Ich freue mich jetzt gerade richtig, dass ich ein Team of the Season gezogen habe, Mann. Läuft bei mir, muss ich sagen. Obwohl er nichts wert ist wahrscheinlich, aber... Vielleicht kann man ihn da mal verkaufen. Auf jeden Fall, ich bin glücklich, wie gesagt, dass ich Team of the Season gezogen habe. Dazu noch hier einen glitzernden Spieler und Sau. Ja, die Sau muss immer sein. Zusammen mit dem Nyama Team of the Season, Mann. Was geht denn mit dem ab? Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt noch spielen kann. Vielleicht im Nigeria-Team. Ich weiß gar nicht, ob Nigeria bei der WM mitmacht. Aber könnte man auf jeden Fall nochmal spielen. Und natürlich speichere ich auch lieber alle wieder im Verein. Jetzt habe ich eben gerade davon geredet, dass ich nur Scheiße ziehe. Und ich habe meinen ersten Team of the Season gezogen. Endlich. Auch wenn er nichts wert ist, ja. Wahrscheinlich nicht, gehe ich mal von aus. Aber es ist immer gut, ja. Insofern. Ja, bin ich jetzt relativ zufrieden. Und da ich jetzt ein Team of the Season gezogen habe, ziehe ich jetzt noch einen gleich so ein blaues Pack, ja. Ich kann ja nie genug haben. Ziehe mir nochmal hier so ein 7500er mit Alaba drauf. Und gucken wir mal, was da drin ist. Ich bin gerade so ein bisschen euphorisch. Begovic mal wieder, den hatten wir schon mal, glaube ich. Ja, habe ich auch doppelt. Hier sieht man, Cillessen war auch schon mal Team of the Season. Habe ich auch schon mal gespielt. Und jetzt ziehen wir, wie gesagt, noch das letzte 15.000er. Vielleicht ziehen wir ja noch einen Inform. Oder einen Team of the Season. Wer weiß, ne? Aber ich bin schon mal relativ glücklich, wie gesagt, dass ich ein Team of the Season gezogen habe. Es wurde auch so langsam mal Zeit. War zwar leider nicht der Beste wirklich, aber immerhin, ja. Ein ganz guter Torwart. Jetzt ziehen wir das letzte Pack nochmal. Ich gucke jetzt einfach mal nicht hin, ja. Vielleicht bringt mir das ja Glück, einfach mal nicht hinzugucken und mich danach überraschen zu lassen. Und was war das? Was war das? War das gut? War das gut? War das gut? Nee, leider nicht. Kabul und Kayo. Ja, gut. Also nicht wirklich das Heftigste jetzt. Oh, und ein gratis Goldset. Also das könnte man auf jeden Fall nochmal einlösen hier. Und das können wir auf jeden Fall nochmal aufmachen, denke ich, auf jeden Fall. Natürlich, ne? Macht irgendwie Sinn, dass wir es aufmachen. So, das war jetzt erstmal mit dem Pack-Opening jetzt an sich. Wir machen nur das gratis Goldset auf, was wir bekommen haben. Wenn nämlich nicht alles täuscht, sollte da aber nur ein seltenes Objekt drin sein. Insofern, ja genau, hoffe ich da auf nicht wirklich viel. Wahrscheinlich, weil das eh ein Vertrag ist dann. Falcao. Hier auf dem Cover kann ich auch direkt überspringen hier mit A. Oh, sogar ein glitzernder Spieler mit Landreau, aber leider kein wirklich wertvoller. Und El Mann noch dazu, hier ein, ja, Schwede.
spielt wahrscheinlich mit Ibrahimovic dann zusammen in der Nationalmannschaft. Aber das war es jetzt erstmal von dem Pack-Opening. Wie gesagt, ich bin ziemlich glücklich, dass ich hier ein Team of the Season gezogen habe mit Andy Yama. Ja, das kann natürlich einiges verhoffen, dass ich vielleicht in den nächsten Wochen nochmal ein Pack-Opening mache zu den nächsten Team of the Seasons. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich auch vielleicht ja, ein Team of the Season gezogen habe. Erstens mal ein bisschen Glück gehabt, wie gesagt, mein ersten Team of the Season gezogen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Pack-Opening wieder ein, in der nächsten Woche dann wahrscheinlich. Ja, ich hoffe, ihr zieht auch gute Spieler natürlich, so wie ich jetzt ein Team of the Season. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, haut rein und ciao.